Hallöchen, meine Lieben, willkommen zu The Colonists und mir, dem spielenden Cigaro, für die Community die Welt der Spiele. Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's gut. Die Mine arbeitet hier im Übrigen. Das heißt, wir stellen endlich Eisen her. Wir stellen Kohle her und können jetzt, ich schau mal kurz, den abreißen. Die Gegend anpassen. So, schöne. Und jetzt können wir hier zwei Gebäude bauen, auf die ich schon lange scharf bin. Das klingt komisch, aber ist so. Einmal die Eisenschmelze und einmal den Schmied. So. Zwei Gebäude, die genau am Hafen dann liegen, der beliefert wird, würde ich sagen. Und ich bin auch gewillt, ein zweites Schiff zu bauen, welches diese Route nimmt. Obwohl, hier können auch die... Ja, hier wird diese Kreuzung wird ziemlich schnell voll sein. Wenn die immer die Kohle hin und her schaffen. Das heißt, bauen wir doch mal hier unten ein neues Schiff. So. Hier werden dann Werkzeuge hergestellt. Soweit ist alles klar. Kommt sogar ein kleines Lager zustande. Es kommt hier hin, welches dann dafür da ist, Tools einzulagern, also Werkzeuge. So, hier ist das erste Werkzeug, wird eingelagert. Das funktioniert. Das könnten wir, glaube ich, sogar... Hier könnten wir noch eins bauen. Wir auch nochmal Tools einlagern. So, die Produktion steht. Eisen wird dann von hier oben immer geliefert. Ist echt wenig Eisen, was dann immer geliefert wird. Warum dann so wenig Eisen nur rüber geschickt wird und nicht einfach alles, verstehe ich nicht. Vielleicht, weil ich hier auch ein Lager bauen sollte für Eisen und Kohle. Vielleicht funktioniert das dann eher. Machen wir mal so. Und so. Dieses hier lagert beides Eisen ein. Und dann können wir das Lager hier Eisen entfernen sagen. Das kann hier eingelagert werden. Dann brauchen wir noch zwei Lagerstätten für Kohle. Ein bisschen schwerer jetzt dafür Stellen zu finden. Hier schon mal eine. Dann brauchen wir noch eine. Nee. Ja. Sehr gut. Und hier auch Kohle. So. Jetzt fliegen wir runter. Wir werden hier die Kohle aus dem Lager nehmen. Umso mehr muss das Schiff dann immer transportieren. Das Schiff ist fertig? Ach Gott, ich habe ja kein Schiff gebaut. Ich habe Rohstoffe schon mal für eine weitere Expedition gelagert. Ja gut, okay, das ist auch in Ordnung. Bauen wir jetzt das Schiff. So. Sehr viel Holz hier. Könnten wir teilweise hier sogar... Holzkohle? Vielleicht brauchen wir Holzkohle bald. Mal schauen. Okay, wir haben jetzt Tools. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf unsere Forschungsgeschichte und sagen Mining 2. Schon mal das Erste, was wir erforschen müssen. Da das nur rein wirtschaftlich ist und ich jetzt nicht Bock habe, hier zu sprinten, auch wenn es 3 Jahre dauern soll, dann haben wir schon Gold. Erforschen wir das jetzt mit einem Gebäude. Obwohl, ich könnte hier ein zweites Forschungsgebäude bauen, oder? Ah, müsste ich nur ein bisschen Holz fällen. Und zwar dieses hier. Dann geht das hier hin. Ich glaube, das sage ich. Ich glaube, das machen wir. So. So.
Der fällt die jetzt einzeln weg. Wunderbar. Hier wird alles hergestellt. Eisen ist enorm in der Produktion. Kohle auch. Perfekt. Wirklich perfekt. Das klappt. Werkzeuge werden hier eingelagert, werden teilweise genutzt für die Forschung. Schon 50% geforscht. Hier kann ich jetzt ein neues Forschungshaus bauen. Workshop Stufe 2 gleich. Wenn dann gleich richtig. So. Sieht doch gut aus, oder? Was meint ihr? Ich finde, macht was her. Auf jeden Fall. So, wir haben ein Boot. Transport Route. So. Der fährt jetzt hier auch hin und her. Das heißt, die Kohle kann auch da hochgebracht werden. Was vielleicht nicht schlecht ist. Müssen wir nicht immer diesen Weg hier blockieren. Mal gucken, wie das Spiel nutzt. Mal schauen. So, die Forschung ist abgeschlossen für Mining. Wir können eigentlich gleich Mining Speed hinterherhängen, weil... Warum nicht? Agrarkultur. Wheat Farming. Brauchen wir später, auf jeden Fall. Steam Engines. Unlocks Construction of Train Station. Brauchen wir bei den Inseln nicht. Vielleicht oben bei der anderen Insel. Gehen wir erstmal auf Science. So, und hier bauen wir noch ein Boot. Um die andere Insel schon zu erschließen. Ich glaube, mittlerweile sind wir in einem guten Rhythmus. Und wir haben das Spiel auch mittlerweile wesentlich besser schon im Griff. Ich muss hier oben nichts weitermachen. Brauche ich nicht. Ich brauche auch den Bauplatz im Moment nicht. Ich könnte höchstens hier einen Hafen bauen, damit der hier nicht rumfahren muss. Dafür müsste ich aber die Bäume fällen. Ja, und das ist ja auch schon wieder so eine Sache. Die Steine hier brauche ich, das brauche ich auch alles eigentlich noch nicht. Gucken, ob ich es später brauche. So, also jetzt haben wir zurzeit zum Beispiel gerade den kleinen Engpass. Und bräuchten... Wieso liegt hier... Achso. Rein theoretisch bräuchten wir noch eine Schmelze. Noch eine Eisenschmelze. Die am Schmelzen wäre. Passt hier nicht hin. Zu groß. Zu kein Platz. Okay, wenn ich hier eine bauen würde, müsste Kohle und Eisen auch geliefert werden. Dann bräuchten wir ein zweites Schiff. Das ist bekloppt. Das bringt nichts. Ich könnte höchstens hier ein Feld umstellen. Machen wir mal. Machen wir so. Und später mit dem Salz, dann müssen wir noch mal ein bisschen was umstellen. Schauen, wie wir das hinkriegen. Weiß ich noch nicht. Vielleicht hier Felder von dort und dann bauen wir den hier hin. Keine Ahnung. Mal gucken. Wird schon irgendwie möglich sein. Ich bin stark, wie gleich hier die Wege geupdatet werden, weil einfach alle geupdatet sind. So, noch eine Schmelze im Bau. Okay. Ja, ich kann mich gerade nicht beklagen. Außer, dass Werkzeuge natürlich noch nicht so schnell hergestellt werden. Der kommt Produktion. Wie stark ist seine Produktion? Eigentlich voll sogar. Müssen wir gucken, ob wir eventuell sogar eine zweite Schmiede nachziehen. Für Tools.
Oh, ja, gerade gefragt. Vielleicht müssen wir hier die Felder auch müssen. Stell die hier hin und stellen die vier Felder dahin oder woanders, wo wir Platz haben hier. Ich glaube nämlich nicht. Fahren die zu den einzelnen Dingern hin? Ja, tun sie. Fährt der auch durch Bäume durch? Ich denke. Ich hoffe. Trotzdem haben wir Eisenmangel. Und die könnte ich upgraden, wenn wir Construction 2 haben. Aber dann bräuchte die auch... Ja, dann bräuchte sie auch Batterienstufe 3. Da sind wir noch lange nicht. Ich glaube, eine weitere Eisenmine wäre nicht schlecht. Schauen wir mal kurz, was wir hier auf der anderen Insel finden. Nämlich hier. So. Ich glaube, wir bauen hier eh nichts hin. Warum nicht da einen Turm hinbauen? Dann, um das alles schon mal ein bisschen zu erweitern. Der fährt jetzt immer hin und her. Super schnelle Route. Perfekt für Warentransport. Wäre aber auch zu weit, ein Boot von hier hinten dahin zu schicken und noch eins von hier unten dahin zu schicken, sodass wir alle Routen abdecken. Bauen wir noch ein Boot. Irgendwann haben wir hier Millionen Boote. Warum hat der jetzt hier ein Holz ausgeladen? Ach so, nee, echt jetzt? Von da unten, das Holz wurde genutzt. Wird hier rübergebracht. Okay, alles klar. Nehme ich an. Nehmen wir hin. Ist okay. Hälfte haben wir schon. Ziehen wir gleich die Wege hier weiter hoch und bauen hier noch einen Turm. Und dann noch einen und gucken wir, wo wir hier drin, was wir hier drin so finden können. Ich rechne halt auch mit Gold und allem, weil wir müssen ja schließlich die... Wir müssen schließlich die anderen... Erstmal Path. Die anderen, wie heißen sie? Monumente bauen? Kleine Monument kann ich sogar schon bauen. Wie ist denn die Aufgabe? Alle oder nur das Große? Nur das Große. Wir brauchen die Kleinen gar nicht. Okay. Noch besser. Oh, langsam habe ich es im Rücken heute. Ich, alter Mann. Na gut, geht, ne? So alt ja auch noch nicht. Ich hoffe auf eine zweite Eisenmine. Oder zumindest können wir ein bisschen Eisen abarbeiten. Hier unten. Dafür müssten wir aber, ich glaube, wir können hier Wege durchbauen. Mal schauen. Zweites Boot ist fertig. Jo. Create Transport Route. Add confirm. Und dann noch eins. Das kriegt die Route von unten. Sollen wir noch einen Hafen bauen? Kommt jetzt gleich der Straßenbauer und macht den Path schön. Pass mal auf. Kommt gleich angerast. Da. Zack. Wieso steht der da? Guardbot. Ist an jedem Turm Guardbot, um für die Reparatur da zu sein, wenn was passiert? Ja, ist es. Aha.
Okay, ich möchte, dass der hier Change Isabella weg, add den. Confirm. So. So ist das besser. So blocken die sich an dem Hafen nicht andauernd. Hier können sie sich ein bisschen blocken, das passt eh dann gleich besser. Add da, add und eigentlich könnte man hier schon fast eine Brücke bauen, so nah. Oh. Aha. Ich komme von da rein. Ach herrje. Okay. Interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wirft meine Planung etwas über den Haufen. Ich dachte, es wäre leichter. Ich möchte hier auf jeden Fall an Lehm. Und... Na, kommt her hier. Für eine Grundproduktion mit kleinen Häusern, die wir hier auch aufziehen. Gibt es hier einen Brunnen? Kleine Schaffarm. Wasser, Nahrung und ab dafür. Batterien herstellen. Holzfäller, Lager, Holzbäume weg hier. Dann können wir hier einen Turm bauen, kommen wir näher an das Eisen, arbeiten das ab, haben viel Pflanzplatz und können dann da richtig Weizen anbauen. Das wirft mich in die Richtung, dass wir hier auf jeden Fall jetzt... Boats and Trains. Schnellere Boote. Noch schneller, die sind schon so schnell. Okay. Die Forschung läuft, meine Lieben. Okay, gut. Was sagen wir? Sagen wir mal, nächstes Mal in der nächsten Folge versuche ich dann... Was versuche ich dann? Eigentlich versuche ich dann, das hier wegzuholzen und ans Eisen zu kommen. Schrägstrich. Wir müssen hier oben hoch. Das heißt, wir brauchen doch die schnelleren Boote, weil ich hier oben rein muss. Ich möchte wissen, was hier drin los ist. Da ist nämlich Gold. Boah, ist das weit weg. Da muss ich wirklich einen Zug bauen. Also ich würde einen Zug bauen, der hier hochgeht und dann mit dem Boot geht's los und dann bauen wir irgendwo. Das dauert alles, ne? Aber die Verknüpfung ist möglich. Verknüpfung ist auf jeden Fall möglich. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, alles Gute und würde mich natürlich freuen, euch wiederzusehen. Das war wieder mal euer Zigaro. Macht's gut und tschüss.